So, und mit einer rasanten Verfolgungsjagd starten wir gleich mal. Ich habe eine ganz schnieke Idee. Na! Ich stelle mich der Gefahr. Warte mal, ich schmeiß jetzt mal. Oh nein! Du kleiner Peniskopf! Oh, Stierkampf! So, jetzt habe ich meinen kleinen Rachegeist wieder bezwungen und ich bin dann mal weg, ne? Soll ich ihn mitnehmen? Nicht? Ja, bitte. Ach so, heute zu spät. Ich bin mir mal ein bisschen was schubbern hier, wenn das für dich in Ordnung ist. Wollen wir zum coolen Autoladen fahren? Wer sagt denn, dass wir da jetzt fahren? Ich hätte einen viel cooleren. Wir fliegen? Ja, wir fliegen. Was ist denn hier los? Ich bleib beim Heli-Platz. Steht warum ist der 2-Basti 2 eigentlich rausgegangen, in dem Moment, als du die Aufnahme gedrückt hast? Weiß ich nicht. Nee, ich stehe beim Heli-Platz und warum kommen da Autos zu mir? Warum kommt da? What the fuck? Ja, das frage ich mir auch gerade. Ich stehe hier, will aussteigen, weil dann hat mich ein anderes Auto. Warum kommen da Autos? Warte, ich helfe dir. Schon okay, ich bin schon am Ballern. Oh! Oh, ach so, oh, ich habe es gar nicht gesehen. Warte, jetzt warte. Oh, mein Handy ist kaputt. Ja, super. Jetzt. Was hast du denn gerade für eine Schnappatmung gehabt? Ja, super. Hey, warte mal, ich schieße den die ganze Zeit in den Rücken. Scheiß Dreckspullen! So dumm zum Schießen! Ich hab Granaten, ne? Jetzt sind sie kaputt. Ich hab einen Penis, aber das möchte ich jetzt nicht sagen. Scheiße, Granate! Penis! Oh shit, das war knapp. Ach, jetzt ist er wieder da. Ey, ich hab ein Auto. Oh, das ist ziemlich kaputt. Egal. Ist der Helikopter neu gespawnt? Ich hab ne M64, oder wie die heißt. Eine M64 wirst du hier garantiert nicht finden. Oh, Junge, pass auf, ich bin fast tot. Junge! Ich habe auf den Polizeiwagen gezielt. Ich hatte voll die geile Waffe. Du kannst keine M64 haben. Ich schweige denn, dass es so eine Waffe überhaupt gibt. Ich will's noch. Ja, diese geile AK, diese bessere AK. Das ist der M4 A1. Ich habe gerade mal einen Kopf niedergeballert. Das ist ja ganz toll für dich. Kriegst du nichts. Willst du erst einen Orden haben? Ja, es klar, es gibt die, ich glaube die P99 gibt's hier als Pistole und dazu diese dann geile aus, diese geilere aussehende AK. Ja, das muss eine M4 sein. Es gibt die AK und die M4. Das Kopf mit einer Shotgun. Kopf, two cops, one shotgun. Ja, du weißt aber schon, wenn du in GTA 4 einen Polizeiwagen schubberst, dass du dann eine Shotgun bekommst. Ich bin mal weg. Jetzt zeige ich mal meine absoluten Skills. Ah, verdammt, ich brauche die bessere Waffe. Und ich muss raus hier, ich muss weg hier. Ich habe wieder die Kohle. Zu viele Bullen. Schieß nicht. 2 Basti 2. Arschloch. Oh, da kommen Bullen, die machen Platz. Sag, man soll nicht schießen, ne? Viele Bullen. Ja. Ist eigentlich noch auf? Ja, ich bin die ganze Zeit in der Aufnahme, aber ich krieg hier richtig auf den Sack. Ich bin fast tot. Ich brauche eine bessere Waffe. Ey, ich hab einen Schatten. Von hinten, ne? Oh yeah, da mag ich's. Oh, sorry, ich glaub gesagt. Oh. Von hinten, aufpassen. Oh, ich bin tot. Jetzt kriegen unsere Zuschauer nicht mal das Match, was sie schon immer haben wollten. Warum hab ich 20 FPS? Wir voll in der Action gegen die Cops. Irgendwie ist die Map ziemlich klein, ich sehe geil. Ja, hallo, dankeschön. Ich gebe mir mal schnell eine bessere Waffe. Ich glaube, über die Straße und zack, werde ich überfahren. 2 Hälften gehen. Da ist ein Motorrad. Was soll die Scheiße hier? Wie gibt man dem 2 Basti 2 Hälften, sag ihm das mal. So, jetzt hab ich's. Oder hab ich mal Voice Chat an? Muss ja nicht mit dem Bild. Ah. Das kenne ich doch. Achso, ich bin wieder auf Nintendo. Moment, mein Wand auf das Ding in GTA 4. Hier ist immer noch, das Motorrad ist immer noch, der Flughafen, das Flugzeug ist immer, der Helikopter ist immer noch. Jetzt haben wir alles durch. Das Motorrad, Helikopter, Mann. Hätte ich jetzt eine Granate, ey, ich würde so bombastisch abgehen. Hast du Cops? Ja, ich hab 3 Sterne. Oh, was hast denn du gemacht? Naja, ein bisschen rumgeballert, hab ich nicht so kennt, ja. Ich hol mir auch mal ein paar Cops. Ja, geil, 5 FPS. 6, 3. Ja, jetzt hab ich Cops. Okay, warte, ich mach mal keine Aufnahme.
So, und hier sind wir auch wieder. Moment. Das haben wir auch schon gleich. Naja, okay, ich bin nicht der Host. Das ist scheiße. Privat. Außer du bist Fan von Let's Plays, dann kannst du hier bleiben. Aha. Gut, bin wieder da. Kannst du mal gerade den Typen kicken? Wie denn? Du bist der Host. Ich bin Telefonbuch, Host. Telefonbuch, Spieler raussuchen, kicken. Fuck. Naja gut, mein Vater war noch im Internet und ich kenne ja meine tolle Internetleitung, deswegen ist eben alles zusammengebrochen. Nee. Mann, Telefon, Info. Dann Telefonbuch, Spieler, dann wählst du den Namen und dann einfach rausschmeißen. Ja, hier ist kein Spieler. Spielinfo, freier Modus. Optionen. Er ist schon gegangen, du hast ihn vergrault. Oh nein, da ist ein Typ, da ist ein Cop mit der Shotgun, der mich gerade abschießt, die ganze Zeit ab. Oh shit. One, two cops, one shotgun. Ja, mein Vater war eben im Internet und dadurch ist bei mir alles eingekracht und naja, was soll ich machen? Damit hat nicht funktioniert. Irgendwas wollte ich jetzt, was machen wir diese Aufnahme? Wir müssen irgendwas Besonderes machen, weil sonst wird es langweilig. Autsch. Hallo. Lange wollen wir eigentlich noch das Let's Play eigentlich weitermachen, ne? Ich habe keine Ahnung, weil so langsam heißt das auch so ein bisschen ausgelutscht, ne? Ja, aber trotzdem, so viele Leute schauen das immer noch. Ja. Ist aus dem Nebenprojekt eigentlich dann Hauptprojekt geworden ist. Nö, nicht unbedingt. Ja, mehr Leute schauen das wie... Schauen ja, okay, Let's Play, aber es ist immer noch mein Nebenprojekt. Bring back Ray. Wir konnten ja irgendwann mal ein anderes Let's Play together machen. Ich hätte mir erst überlegt Brink, aber Brink ist so teuer. Und ich wollte auch warte mal. Brink, das ist auch jetzt, wird mittlerweile ein bisschen langweilig, weil es hat dann einfach keine Langzeitmotivation, weil das sind immer nur 8 Missionen. Immer. Es gibt 8 Missionen in diesem Spiel. 2 verschiedene Game Modes. Immer auf denselben Karten, ne? Und das lutscht sich schon ziemlich schnell aus. Nee, ich kann ja sagen, weil es halt immer dasselbe ist und das wird irgendwann auch langweilig. Okay, dann hätte sich Brink auch erstmal für mich erledigt, ja. Deswegen wollte ich eigentlich irgendwann auch noch Blur anfangen, aber das kann doch nicht wieder wahr sein. Ich habe wieder Frame-Einbrüche. Das kannst du machen. Wir dürfen mal. Take 3, vielleicht klappt's ja jetzt endlich mal. Ich habe immer noch keine Ahnung und ich bin so gerade so sauer auf mein Internet und auf den Scheiß-Provider. Weil T-Online es nicht einsieht, hier oben bei unserer schönen Umgebung mal neue Leitungen zu legen. Folglich liegen da 3000er DSL-Leitungen. Oh mein Gott. Und wir bezahlen das gleiche wie Leute, die 32.000er DSL-Leitungen haben. Das ist doch echt unfair, oder? Wir haben Glasfaser. Ja, ich weiß. Wie hoch ist deine Geschwindigkeit? 6 MB pro Sekunde? Durchschnittlich, also ich habe hier bei mir im Büro, also da in dem Raum, wo ich sitze, das ist der Raum, der am weitesten vom Router entfernt ist, da habe ich durchschnittlich so 3,2 MB pro Sekunde. Ich hab 256 KB pro Sekunde. Oh, zwei Banshees. Zwei Banshees. Nee, 256 KB pro Sekunde. Das ist abartig. Zwei Banshees. Boah. Zwei. Ja. Willst du auch rein? Ich werde ja sowieso bei dir gespawnt. Nein, aber ich meine, wir haben 256 KB. Weißt du, wie billig das ist? Komm mal hierher. Ja, ich werde bei dir gespawnt, du Schlaubi. Oh, da steht er. Ich muss mal kurz aus der Kopfzone raus. Ich brauche für ein 15-Minuten-Video von... Ich muss mit Camtasia auf 30% von der Originalqualität gehen. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist eigentlich nur ein Drittel so gut wie das, was wir hier sehen. Ich muss hier mit 30% Qualität hochladen. Und normalerweise hätten meine Abonnenten halt viel höhere Qualität. Ja, zum Beispiel wie auf meinem Kanal. Da lade ich 1080p fast 1:1 hoch. Ja, aber ich kann das. Ich brauche für die scheiß Zeit da, für die 15 Minuten... Ja, keine Kopfs mehr. Da brauch ich knapp 60, 70 Minuten Upload-Zeit für. 15 Minuten. Ist jetzt hinter dir her, gell? Nein, jetzt fährt er weg. Mann. Soll ich den Bench hier einsammeln? Nee, ich hol mir den jetzt selbst. Sicher? Ja. Kann ich dir holen? Nee, ist schon weg. Schieß da mal einen Kopf. Wow! Oh, sorry, ich will den Krabzen mal wieder abgeben. So. Schießt jetzt. Mann, warum schießt du denn auf den, du Hehl? Damit die Tusse tot ist. Jetzt, weißt du, jetzt bleibt er stehen. Jetzt, wo ich gerade wieder eingestiegen bin. Feier, könnte ich echt nachkriegen.
So. Warum versteckt ihr mich hinter meinem... So, ich habe jetzt einen Nigelnagel 9 ohne Kratzer. Nein, jetzt hat er einen Kratzer. Da müssen wir noch eine Beule vom Schaffen. Und fahren wir? Polen. Ein paar Autostücke. Nein. Nein, ich muss mir das abgewöhnen. Die Leute beschweren sich schon. Echt? Nein, eine falsche Taste. Au. Oh. Ich fahr zum Flughafen, ne? 20 Liter da können wir ein bisschen Scheiße bauen. Lord, was war das für ein Grafiker? Nein, oh, ich kam mir gerade vor, wie da, Burger, der Benji steht da vorne. Ja, ich weiß, willst du bei mir mitfahren? Ich bin leider rausgesprungen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Also du willst nicht bei mir mitfahren? Ja. Du fährst wie eine gesenkte Sau. Ich erst. In Allpost Bulletin, mein Freund. Ich so, jetzt lass mich doch mal fahren. Er meinte so, I don't trust you driving. Ah, das ist ja ein richtiger Running Gag hier. Man verdient ja schon einen Drumshot. Warum bin ich hier raus? Ja, ein Drumshot, ein Trommelschuss. Nicht! Nein! What the fuck war denn hier? Nicht! Nein! What the fuck war denn hier? Sorry, ich hab nichts. Pass auf mein Bildschirm. Pass auf mein Bildschirm. Nee, oder? Da ist er. Nee, ganz Spaß. Aber das sah eklig aus. Das war so eine richtige Blumenwolke, die hier rausgespritzt kam, ey. Ich hab nur gesehen, dass da viel Getümmel war. Dachte ich, komm, fährst du mal rein. Guckst mal, was du mitnehmen kannst. Das klang wieder so nach einem meiner üblichen Witze. Guckst mal so, was du vielleicht auch treffen kannst. So wie ein Boot. Nein, ich mach diese blöden Witze nicht. Also, dafür bin ich so gut. Du sollst nicht flatschen. Ich knall irgendwas rein, irgendwas Organisches rein und... Oh nein. Irgendwas Organisches schreit. Nee. Könntest du mir einen Gefallen tun? Fährst du auf mich zu? Ja. Nee, ich fahre auch zum Flughafen. Ne? Oh, das sah lässig aus. Das machen wir gleich nochmal, weil es so schön ist. Und ein viertes Mal, man kann ja nie genug davon kriegen. Toll. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht mehr so ewig lange spielen, weil ich meinem Freund gesagt habe, halt halbe Stunde. Ach, und dein Freund, ist dir so wichtig. Oh, das finde ich ja süß. Boom. Weißt du noch, ja, das brennende Taxi, das uns mal so entgegengeflogen so kam? Er wurde in Frankreich. Ey, was sonst da? Ich klau direkt vor den Augen der Cops ein Auto und die sagen, ja, nee, komm, lass er mal. Ach, so sind die Cops in Liberty City halt. Oh, man, was haben meine Augen denn da Schönes entdeckt? Ein dickes, Lady? Fettes Schaschlik-Schnitzel. Was auch immer das sein mag und wie auch immer das schmecken soll. Ja, das ist die alte Version, Mensch. Das sind ja Kinder. Warte mal, ah, was haben meine Augen hier entdeckt? Ist das wenigstens die neue? Ja, das ist die neue von der alten. Oh. So. Ja, schmeiß fort. No homo. Totally. Oh, hast von einem Ladi geklaut, ne? Nee, das hat mein Freund in der Schule gesagt. Ja, dann hat der eben von einem Ladi geklaut. Als ob der Alblali schauen würde. Ja. Holy shit! Oh, das war jetzt fehlt. Also mehr oder weniger. Rennauto, Rennwagen, Rennmotorrad. Rennhelikopter, Rennboot, sollte man. Nein, nicht schon wieder. Rennboot gibt's in dem Spiel hier auch. Oh, noch ein Banshee. Schön. Ein mit einem Rot und Weiß. Kriegst du Schnitzel. Kriegst du Gummibärchen. Kriegst du Bona. Ach, kennst du den Witz aus Two and a Half Men? Nee. Wo wir sitzen Alan und Charlie sitzen im Auto, im Stau. Weil der Charlie soll mal mit zur Alans Arbeit. Und dann stehen die da so im Stau und dann sagt der Charlie, ey, wir könnten irgendwie so, könnt doch jetzt ein kleines Geschäft auf der Rückfahrt von deinem Auto aufmachen. Und dann denken die sich so einen Namen für das Geschäft aus. Ich hatte aber gerade ziemlich viele Autos, die ich mich durchwurschteln musste. Und dann musste ich an den Geschäftsnamen denken. Stop and Donuts. Oh. So nachher. Stop and Donuts. Oh, der war echt genial. Ich weiß ja nicht, ich finde das immer so komisch. Fast alle meine Freunde finden Two and a Half Men total scheiße und total unlustig. Ich meine, okay, sie haben vielleicht recht, aber eigentlich nicht. Das ist Charlie Two and a Half Man. because Charlie Sheen is on a drug called Charlie Sheen. So, ja, das war ja auch mal nett. Yes. Also ich finde irgendwie, ja, ich persönlich finde es ziemlich geil, aber ich weiß gar nicht, was die anderen so haben. Also,